Wohin soll ich mitkommen? Zu meiner Schwester Helly. Sie ist in eine Schlucht gefallen. Helfen Sie ihr bitte. Ja, ja, ich weiß. Da ist eine Schlucht ungefähr 200 Meter abseits von der Straße. Du meinst doch diese Stelle, wo die alten Pinienbäume abgebrannt sind. Ja, wir müssen sie retten. Ja, natürlich. Wie heißt du eigentlich? Buck. So, Kleine, also schön, ich will dich jetzt erstmal jetzt deine kleine Schwester. Aber ich werde allein gehen, weil ich dann schneller vorwärts komme. Bitte, ich will mitkommen, klar? Nein, oh, du wirst nein, bei meiner du bleibst Frau hier. Bleiben. Ich beeile mich. Hör, du bis musst bald. Keine Angst haben. Er wird deine Schwester holen. Er weiß doch nicht. Findet sie. Ganz sicher. Immer neue Plattenfirmen sprießen wie Pilze aus dem Boden und versuchen mit neuen Sängern den Markt zu erobern. Geschäftsführer dieser neu gegründeten Firmen äußerten, dass sie durchaus zuversichtlich in die Zukunft blicken und... Hallo, Julia. Mason und ich reden über unser neues Projekt, die Produktion meines Albums. Wie interessant. Ich habe nämlich mit Mason auch ein neues Projekt zu besprechen. Unsere Scheidung. Liest du das durch? Es wäre nett, wenn du in einer Stunde zu mir ins Büro kommst. Meine Forderungen schließen Eigentumsübertragung und den Unterhalt der Kinder mit ein. Und genau deswegen habe ich noch nicht entschieden, ob ich die Trennung mit unvereinbaren Gegensätzen begründen soll. Oder mit einer ansteckenden Krankheit. Wir sehen uns. Ich werde dich nachher zu Julia begleiten. Falls du nichts dagegen hast. Was sollte ich dagegen haben? Und außerdem würdest du in jedem Fall mitkommen. Als ich aus dem Waisenhaus kam, gab es hier noch kein Polofeld. Hier war nur ein Obstgarten. Meine Freunde und ich haben uns oft nachts davon gemacht und dann haben wir Obst geklaut und sind zum Hügel gegangen. Und haben geträumt und in die Sterne geguckt. Klingt ja toll. Ja. Also in klaren Nächten sah man Millionen von Sternen. Es war fantastisch. Tja, sehen Sie, die Dinge ändern sich. Tja, nur leider nicht genug. Sehen Sie sich an. Sie haben es weit gebracht, obwohl Sie einen so miesen Start hatten. Oh nein, Mac, nicht obwohl. Sondern weil. Mr. Griffin? Ja, bitte? Melanie Justice. Ja, ja, natürlich. Du hast neulich vorgestellt. Ah ja, selbstverständlich. Ich habe Ihnen heute zugesehen. Mhm. Also, ich finde, Sie sind fantastisch gewesen. Vielen Dank für das Kompliment. Ganz ehrlich, ich war sehr beeindruckt. Ich muss mich leider entschuldigen. Ich habe noch eine Menge zu tun. Okay, also wir beginnen dann morgen mit der Zusammenarbeit. Geht klar. Hat mich gefreut. Ja. Sagen Sie, wir könnten doch was essen gehen. Wissen Sie, eigentlich hatte ich vor... da sind Sie ja noch. Ich hatte gedacht, Sie wären schon weg. Melanie, wie lange habe ich Sie nicht gesehen? Ich muss gestehen, Sie werden immer schöner. Und Chuck? Haben Sie ihn nicht mitgebracht? Wissen Sie, Chuck ist regelmäßig hier. Chuck musste eine wichtige Geschäftsreise unternehmen. Ach, deshalb. Wenn er zurück ist, richten Sie ihm bitte meine besten Grüße aus. Sie haben nichts dagegen, wenn ich ihn zu einem kleinen Gespräch entführe? Nein, nein, nein. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bis bald, Mr. Griffin. Es hat mich sehr gefreut. Danke auf Wiedersehen. Sehr. Auf Wiedersehen. Alles Gute für Sie. Wer war so das? So setzen wir uns. Sie ahnen nicht, wovor ich Sie gerade bewahrt habe. Die Frau kann einem furchtbar auf die Nerven gehen. Oh, dann möchte ich mich bedanken. Gut, dass ich Sie erwischt habe. Ich treffe mich zum Essen mit meiner Tochter. Sie wird gleich hier sein und ich finde es sehr nett, wenn Sie uns etwas Gesellschaft leisten würden. Mit Vergnügen. Na wunderbar. Das wärmt dich auf. Was ist denn? Magst du keine heiße Schokolade? Warum hat er mich nicht mitgenommen? Ich bin doch kein dummes kleines das Kind. Das bist du sicher nicht, aber du bist total durchnässt und wirst müde sein. Du bist sehr weit gelaufen. Eure Eltern machen sich sicher Sorgen um euch. Woher seid ihr zwei? Meine Schwester und ich sind aus Ohio. Dann wart ihr, bevor ihr euch verlaufen habt, bei euren Eltern? Na schön. Ich werde es hier stehen lassen. Vielleicht willst du es doch noch trinken. Und ich finde, du solltest endlich deine Sachen ausziehen, damit sie trocknen können. Hör zu, mein Mann
ist Polizist und er weiß genau, was in solchen Fällen zu tun ist. Und jetzt schlage ich vor, du ziehst dich endlich aus, damit du dich nicht erkältest und damit deine Sachen erstmal trocken werden. Ich habe sie gefunden. Du meine Güte. Helly! Sie scheint sich zum Glück nichts gebrochen zu haben. Mann, bin ich froh. Ich habe ganz furchtbare Angst gehabt, Bob. Ich habe doch gesagt, ich hole Hilfe. Sie ist nicht sehr tief gefallen. Es war nicht schwer, sie was da rauszuholen. Hallo, mein Name ist Eden. Du wirst dich erstmal aufwärmen. Wir gehen rüber zum Feuer, ja? Danke. Tja, ich bin sehr froh, dass ich sie gefunden habe. Ich auch. Du siehst ganz durchgefroren aus. Vielleicht trocknest du dich erstmal ab. Nicht nötig. Na schön. Würdest du mir erzählen, wieso ihr zwei hier nachts alleine herumwandert? So, wir leben bei unserer Tante und die hatte nichts dagegen. Was denn? Sie hat nichts dagegen, dass ihr bei diesem Wetter eine Nachtwanderung macht? Ach, das ist doch nichts weiter. Komm das her. Ist doch nur passiert, weil Helly die Schlucht nicht gesehen hat. Darum ist sie reingefallen. Aber sonst ist sowas noch nie passiert. Tja, ich glaub dir, dass es nicht dein Fehler war. Und ich finde es auch super, wie du auf deine kleine Schwester aufpasst. Aber ich schätze, eure Tante wird sich schon Sorgen um euch machen. Also ich würde sagen, wenn das Wetter etwas besser geworden ist, fahren wir alle zusammen in die Stadt und dann bringen wir euch zwei heim. Ich denke aber, damit sollten wir bis morgen warten, Chris. Ich habe heute Morgen deine Mutter erlebt, wie ihr so ein Schauspieler vorgesprochen hat. Ich war von ihm nicht beeindruckt, aber ich weiß umso mehr von deiner Mutter. Sie macht das wirklich fantastisch. Das ist genau das, was sie gesucht hat. Ich bin sicher, dass sie es mit Leib und Seele tut. Ich bin nicht sensibel genug für sowas. Sag das nicht. Ich habe endlich begriffen, dass alle Frauen der Familie ihre Erfüllung finden. Egal, ob außerhalb oder innerhalb des Hauses. Genau wie die Männer. Ganz richtig. Du siehst, ich bin inzwischen Feminist. Ich unterstütze alle deine Pläne. Ich bin beeindruckt. Na toll. Ich wüsste gern, was du als nächstes vorhast. Früher wolltest du Künstlerin werden, aber in letzter Zeit entwickelst du doch einen enormen Sinn fürs Geschäftliche. Dass du so furchtbar leicht zu durchschauen bist, Daddy. Wie ist denn das gemeint? Stell dir vor, wir wären nur Freunde. Ich wäre also nicht dein Vater und du nicht meine Tochter. Dann dürfte ich dir doch wohl sagen, wie es im Leben so zugeht. Oder etwa nicht. Wir sind nicht nur Freunde. Und ich befürchte, der nächste Punkt der Tagesordnung ist, dass du versuchen wirst, mir ein Angebot zu machen für Capital Enterprises. Was wäre daran so schlimm? Es passt nicht in meinen Terminkalender. Kätzchen? Nein, nicht doch Kelly. Ich weiß genau, was du durchmachst. Aber du weißt, dass ich in letzter Zeit auch ziemlich viel durchgemacht habe. Vielleicht könnten wir einander helfen. Ich brauche dich. Wieso kommst du nicht zurück und arbeitest mit mir? Ich meine mit mir und nicht für mich. Du kannst dich frei entfalten. Ich suche neue Ideen für das Unternehmen. Es soll sich einiges ändern. Es ist völlig sinnlos, dass du weiter davon redest, Dad. Ich kann dir nur sagen, ich werde das auf keinen Fall machen. Du bist keine leichtfertige Person, aber das Leben, das du zurzeit... Und die Predigt beginnt. Nein, eine Predigt soll das nicht sein. Ich will dir nur klar machen, dass ein Mensch, der nicht aktiv, nicht innovativ ist, sich oft mit den falschen Menschen umgibt. Meinst du Männer? Du kannst dich darauf verlassen. Um Männer mache ich in der nächsten Zeit einen riesengroßen Bogen. Oh Gott, Liebling, ich weiß, dass man dir wehgetan hat. Und ich leide wirklich mit dir. Das kannst du mir glauben. Lass mich doch bitte etwas für dich tun. Daddy, du kannst diesen Schmerz nicht beseitigen mit einer Puppe oder einem Teddy oder mit anderen Spielsachen wie damals, als ich noch klein war. Und das geht auch mit einem Job nicht. Ich kann das nur auf meine eigene Art und Weise verarbeiten. Und ich habe nicht vor, in einem Büro zu sitzen und so zu tun, als ginge es mir blendend. Das machst du lieber in einer Bar. Ja, ich denke schon. Überall, nur nicht unter deinen Fittichen. Siehst du, ich bin auf der Suche nach meiner eigenen Identität, unabhängig von dir und ihnen. Ich will dich nicht verletzen, aber es geht nun mal leider nicht anders. Deine Identität hattest du bei Robert gefunden? Ich fing gerade an. Du machst dir etwas vor. Du kannst nicht immer Eden für deine Fehler verantwortlich machen. Welche Fehler meinst du? Ich tat, was ich tun wollte und ich trage dafür auch die Konsequenzen. Ich hoffe, es ist so. Ich meine, sie hat dir doch nichts getan. Das ist doch einfach nicht zu glauben. Eden hat ihr Leben total umgekrempelt, ohne Rücksicht auf die anderen. Wir haben Cruz und die Kinder und die Familie gelitten. Alles, was ich tat, war, dass ich mich in einen Mann, der mir wehgetan hat, verliebt habe. Und da stellst du mich hier als unverantwortlich. So habe ich das nicht gesagt. Natürlich hast du das gesagt. Es ist ja auch nicht das erste Mal gewesen. Tut mir leid, mir ist der Appetit vergangen. Sei doch nicht beleidigt. Bitte setz dich hin. Lass uns doch erst mal was essen. Übrigens habe ich noch jemanden eingeladen, den du bestimmt sehr interessant finden wirst. Also bitte bleib und setz dich. Nein, wir müssen das auf später verschieben. Ansteckende Krankheit, Hast du mich erschreckt? Du warst brillant, sie fällt darauf rein. Wen interessiert, ob ich brillant war? Es wird nicht funktionieren.
Du machst doch keinen Rückzieher. Mason, was auch immer ich anstelle, sie wird nicht glauben, dass ich sie umbringen könnte. Oh, das denke ich doch. Ich hasse das. Ich finde es furchtbar. Ich werde dir nie vergessen, dass du mich in diese Sache reingezogen hast. Aber da mir bisher nichts Besseres eingefallen ist, tun wir es eben. Glaub mir, mein Kleines, wir tun genau das Richtige. Mit ein wenig sorgfältiger Planung haben wir Sascha bald da, wo wir sie haben wollen. Sie wird nämlich um ihr Leben fürchten und so schnell wie möglich nach Palm Springs verduften. Garantiert. Dann lass uns weitermachen. Gut, jetzt werden wir beide die Szenerie für den nächsten Teil unseres Planes vorbereiten, damit die kleine Sascha nicht merkt, dass man sie manipuliert und welche Rolle ihr dabei zufällt. Schön, wir können anfangen. Wir tun das für uns, Julia. Du hast wieder mal gewonnen. Ich bin ehrlich entzückt. Hör mal, das Beste an dieser ganzen Angelegenheit ist doch, dass wir beide wieder zusammenarbeiten. Ja? Ich hatte einen Termin beim Bischof. Oh, dieses Vergnügen hatte ich auch mal. Die Familie hat mich hingeschickt, damit ich ihm ein Geschenk überreiche. Aber der Bischof hat mich abblitzen lassen. Naja, er hat mich gefragt, woher das Geld für das Geschenk kommen würde. Dummerweise konnte ich ihm das nicht beantworten. Tja, zur Abwechslung ist er diesmal bei mir abgeblitzt. Tatsächlich? Ja. Ja, ich sagte ihm, dass ich nicht in den Priesterstand zurückkehren werde. Das war sicher nicht einfach. Nein, das war schon schwerer Tobak. Ich bin dahin gekommen und als ich dann ein paar alte Freunde von mir traf, wäre ich beinahe rückfällig geworden. Sie haben damit abgeschlossen? Absolut, ja. Ich gehöre einfach nicht dahin und ich weiß auch nicht, wohin sonst, aber dahin ganz gewiss nicht. Dieses Gefühl werden Sie möglicherweise nie verlieren. Mhm. Wenn man so stark mit seinem Beruf verbunden ist, wie zum Beispiel ein Priester, wird es eine Lücke geben, die sehr schwer zu füllen ist. Ich muss sagen, es gibt Zeiten, in denen kommt mir die Sicherheit in der Familie sehr verführerisch vor. Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Michael, wir beide, wir haben uns von Organisationen gelöst, mit denen wir glaubten, für immer und ewig verbunden zu sein. Das macht uns zu Abtrünnigen. Könnte sein, ja, ich denke, das ist der richtige Ausdruck dafür. Nikki, schön, Sie zu sehen. Haben Sie sich von Ihrem Unfall erholt? Es geht schon wieder. Nikki, setzen Sie sich hin. Wir waren uns doch einig, dass Sie auf Ihrem Zimmer bleiben und sich erholen. Nein, oder? Sie wollten das, ich nicht. Was ist? Wollen Sie vielleicht etwas essen? Ich habe keinen Hunger. Ich hätte nur ganz gerne ein Glas Wasser, sonst nichts. Was denn? Nichts. Sie kommen extra hierher und wollen nur ein Glas Wasser? Ich habe jetzt keinen Bedarf an irgendwelchen Debatten. Bunny, bringen Sie der jungen Dame doch ein großes Glas Wasser. Ja klar, kommt und sofort. Und ein Sandwich bitte auch, Bunny. Geht klar. Also Sie sind einfach unmöglich. Mag schon sein. Übrigens, erwarten Sie noch jemanden? Nein, nein, nein. Verstehen Sie, Sissi, ich bin also über das Feld geritten und habe versucht, den Ball zu platzieren. Und plötzlich reißt der Gurt und der Sattel rutscht nach unten. Da stand was? Es 8:08. Es waren noch 20 Sekunden zu spielen. Also, die Massen fangen an zu brüllen und meine Situation ist nahezu lebensgefährlich. Aber jetzt oder nie, denke ich. Und es gelingt mir ein toller Schlag gegen den Ball. Der knallt zuerst gegen ein anderes Pferd, geht genau zwischen die Torpfosten. Sie hätten hören sollen, wie die Leute geschrien haben. Na, das kann ich mir vorstellen. So fast dabei gewesen. Es ist nicht zu glauben, Sie erinnern mich so an meinen toten Sohn Channing. Er war ein wunderbarer Polospieler. Einmal hat er sogar stehende Ovationen bekommen. Er hat ungesattelt einen Punkt gemacht, verstehen Sie? Da war kein Sattel, der lag unten. Sie können mir glauben. Entschuldigung, eine Nachricht für Sie, Mr. Danke sehr. Ha? Entschuldigen Sie mich bitte. Vielleicht will Ihre Tochter doch noch kommen, oder? Nein, nein. Hallo, Junge. Komm doch zu unserem Tisch rüber. Derek Griffin erzählt gerade wunderbare Geschichten. Das möchte ich eigentlich nicht. Ich vertraue dem Mann nicht besonders. Dass du es tust, finde ich schon seltsam. Du weißt ja nicht sehr viel von ihm. Nun, ich weiß zwei Dinge. Er ist ein wohltätiger Mensch und ein exzellenter Polospieler. Und er erinnert mich an... Channing? Naja. Polo ist sowieso nie dein Lieblingssport gewesen. Und Channing war nicht mein Lieblingsbruder. Er ist nicht mal mein richtiger Bruder gewesen. Aber lassen wir das. Ich bin gekommen, um dir zu sagen, dass die Sache mit Sascha schon voll am Laufen ist. Julia hat mir ihr absolutes Einverständnis gegeben. Ja, das ist ja wundervoll. Kann ich irgendwas für dich tun? Nein, im Moment eigentlich nicht. Gut, du sagst mir aber, wenn du mich brauchst. Also wenn ihr zusammen an einem Strang zieht, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass es funktioniert. Ist sonst noch etwas? Warum denn? Nerv ich dich? Nein, ich frag mich nur, ob du noch etwas anderes auf dem Herzen hast. Das ist alles. Oh, naja, ich habe geglaubt, dass die Zukunft meiner Ehe und meine Zukunft, sowie Julias und vor allem Samanthas Zukunft, so wichtige Themen sind, dass sie einen Besuch bei dir rechtfertigen, aber vielleicht habe ich mich da geirrt, ein Anruf hätte wohl auch gereicht. Warte mal, wieso schreiben wir uns eigentlich? Kannst du mir das sagen? Ich habe mich heute schon mit Kelly gestritten. Ich will nicht auch noch mit dir Ärger haben. Also, was ist los? Ach, es ist gar nichts. Geh nur essen. Gott,
Komm, lass uns zusammen essen. Vielen Dank. Wie du willst. Woran denkst du? Tja, weißt du, diese Kinder passen einfach nicht hierher. Sie sind doch angezogen wie Kinder aus der Stadt. Sie haben kein Proviant und keine Wanderausrüstung. Und selbst wenn, ich kann mir nicht vorstellen, dass Ihre Tante sie hier ganz alleine in den Bergen herumlaufen lassen würde. Wir sind ziemlich weit entfernt von der nächsten Straße. Ja, irgendwie ist das alles schon komisch. Ich meine, es ist ja süß, wie er sich so verhält. Er beschützt sie wirklich. Ja. Ich möchte wissen, was da los ist. Um das zu erfahren, müssen wir bis morgen warten. Also jetzt, wo diese Kinder hier sind, vermisse ich meine eigenen. Ich weiß, sie fehlen mir auch. Ich wäre am liebsten daheim. Was denkst du? Heißt das etwa, dass wir jetzt Nestorker werden? Ich denke schon. Ich hoffe es. Es wird Zeit dafür. Siehst du, ich also wirklich, die Art, wie ich für sie empfinde, vermischt sich immer mehr mit der Art, wie ich für dich empfinde. Ich liebe es, wie du mit ihnen umgehst. Und ich weiß, sie lieben dich dafür. Und ich auch. Konnte dort nicht mehr bleiben. Ich musste da einfach ja, raus. Ja, ja. Ich befürchte nur, dass Sie wieder im Krankenhaus sind. Jetzt lassen Sie mich bloß mit diesem blöden Gerede in Ruhe. Stattdessen kümmern Sie sich um sich selbst. Ich komme schon allein klar. Glauben Sie mir, ich tue mir schon nichts an. Na gut, schön. Ich hatte heute einen schweren Tag und bin vielleicht etwas nervös. Ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen. Von wo sind Sie gekommen? Sie waren doch nicht etwa auf einer Beerdigung. Es war vielleicht sowas Ähnliches. Entschuldigung. Nein, nein, es war nur eine ziemlich komplizierte Sache. Ich war früher Priester und das bin ich seit heute eben nicht mehr, ganz offiziell. Ein Priester? Haben Sie das nicht gewusst? Dann waren Sie Pater Michael? Ja, zumindest bis vor einem Jahr und offiziell natürlich bis heute, ja. Wieso wollten Sie denn weg? Ach, persönliche Gründe, sonst nichts. Sie waren bestimmt ein guter Priester. Sie sehen so aus, wissen Sie. Der Priester in meinem Dorf war der einzige Mensch, zu dem man Vertrauen haben konnte. Ja, das werde ich vermissen. Der Priesterkragen flößt den Menschen wirklich spontanes Vertrauen ein. Ich denke, das ist nicht der Kragen gewesen. Das waren Sie. Pater Manuel hätte auch Maurer sein können. Ich hätte ihm vertraut. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann haben Sie mir also Ihr Vertrauen geschenkt, einfach nur, weil ich so ein guter Kerl bin? Hören Sie, das sind Sie, ja? Ich meine, ich weiß das. Warum soll ich Ihnen dann nicht helfen? Aber so wie mein Leben zurzeit aussieht, denke ich, dass es das Beste ist, dass da so wenig Leute wie möglich hineingezogen werden. Einverstanden, solange Sie sonst keine ernsten Schwierigkeiten haben. Nein, 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 die habe ich ganz und gar nicht. Es ist nur, ich habe nichts zu tun, klar? Da hätten wir was gemeinsam. Ich muss eben telefonieren. Kommt hier rüber. Hi, Niki. Heute ist, glaube ich, Ihr Glückstag. Sie sitzen hier ganz allein und ich habe zufällig zwei interessante Typen aufgegabelt. Und würde gern einen abgeben. Nein, danke. Es geht mir noch nicht so gut. Oh, das tut mir ehrlich leid. Ich habe gar nicht gefragt, wie Sie sich fühlen. Na ja, recht unruhig. Und ich habe das Gefühl, Ihre Freunde werden auch langsam nervös. Ich muss mir einen Weg ausdenken, wie ich die wieder loswerde. Und ich kann nicht sehr gut lügen. Tja. Sagen Sie, Ihr Mann wird heute aus dem Knast entlassen. Das läuft immer. Okay. Wollen wir tanzen, Niki? Hey, was soll das denn? Warte mal, komm her. Hey. Sie können uns hier nicht festhalten. Jetzt warte mal, mach keinen Blödsinn. Komm her. Ich will doch nicht, dass hier jemand verletzt wird. Komm, klar? Ich glaube nicht, dass die Polizisten... Polizisten entführen keine Kinder. Und kleine Kinder rennen nicht mitten in der Nacht bei strömenden Regen alleine durch eine einsame Gegend. Es sei denn, sie sind irgendwo ausgerissen. Hör zu, ich möchte jetzt wissen, was los ist. Die Story mit der Tante, die euch das erlaubt hat, kaufe ich dir nicht ab. Wir werden euch nicht zu jemandem zurückschicken, der euch verletzt hat oder der euch etwas Böses angetan hat. Aber natürlich müssen wir die Wahrheit wissen, damit wir euch überhaupt helfen können.
Also, woher seid ihr gekommen? Aus dem Kinderheim. Haley, wieso hast du das verraten? Hör auf. Ich möchte hier nicht weg. Es ist so dunkel da draußen. Ist schon gut, Haley. Aber wie seid ihr von Santa Barbara hierher gekommen? Wir sind nach dem Frühstück abgehauen und in den Bus nach Ohio gestiegen. Von da aus sind wir dann gelaufen. Und wieso seid ihr weggelaufen? Schwester Gabriele hat gesagt, ich wäre zu frech gewesen. Und darum hat sie Haley und mich bei den Spielstunden nicht zusammen spielen lassen. Ich wusste den Weg raus und dann sind wir weggelaufen. Wir möchten dort nie mehr hin. Oh, so ist es also. Jetzt werde ich dir mal was erzählen. Setz dich da aufs Bett. Haley, komm auch her, ja? Komm, setz dich hier hin. Wisst ihr, es ist so, ich bin auf einer katholischen Schule gewesen und ich hatte auch Nonnen als Lehrerin. Ich weiß, wie das ist. Da war ganz besonders eine Schwester in meiner Schule, Schwester Edward Marie, und die ging mir unheimlich auf den Geist. Sie hat mich immer wieder an die Tafel geholt und mir vor der ganzen Klasse besonders schwere Mathematikaufgaben gestellt. Und wenn ich mal eine Widerrede hatte, dann musste ich nachsitzen, sodass ich nicht Baseball spielen konnte. Ich hasste sie. Also machte ich mir eine Liste. Ich schrieb alles auf, was sie mir angetan hat und was mir Böses mit ihr widerfahren ist, seit ich dort gewesen bin. Und wisst ihr, was passiert ist? Eines Tages fand sie die Liste und sie hat sie gelesen. Sie stand da, genau vor mir. Also ich dachte, das wäre das Ende, dass sie sich beim Direktor über mich beschweren und natürlich meine Mama anrufen würde, dass ich von der Schule fliege und dass mein Leben ruiniert ist. Aber wisst ihr, was passiert ist? Als sie meine Liste las, fing sie an zu weinen. Und sie hat mich nicht verpetzt. Sie hat die Liste zerrissen. Und sie hat gesagt, dass es ihr leid tut, dass sie mir so wehgetan hat. Seht ihr, sie hat das nicht gewusst. Und danach wurde es dann viel besser. Ich war ihr gegenüber natürlich auch etwas vorsichtiger. Und ich bin sicher, dass ich genau jetzt Schwester Gabriele und die anderen Nonnen Vorwürfe machen werden. Vor allem werden sie sich fragen, ob es euch gut geht. Und sie werden sich denken, dass sie mit euch einiges falsch gemacht haben. Die sagen nie, dass ihnen was leid tut. Vielleicht sagen sie es zu Gott, aber sie würden es nie zu den Kindern sagen. Tja, das ist furchtbar. Aber ich verspreche euch etwas. Ihr müsst nicht dort bleiben, wenn sie euch zwei wieder trennen wollen. Und ich werde sie darüber aufklären, wie ihr euch fühlt. Haley. Willst du da wieder hin? Also, ich kann die Berge nicht leiden, aber ohne dich werde ich nicht zurückgehen. Na, dann ist ja alles geklärt. Aber wir werden sofort wieder von dort verschwinden, wenn sie nicht ihr Versprechen halten, Mister. Verlass dich drauf. In was für eine Situation hat Mason mich nur wieder gebracht? Was wollen Sie? Mason legte großen Wert darauf, dass ich herkomme. Wo ist er? Unter dem Tisch. Gefesselt natürlich. Da ist auch noch Platz für Sie. Wissen Sie, Sie tun wirklich das einzig Richtige, Julia. Es ist vernünftig, sich scheiden zu lassen. Verstehen Sie, Sie hätten wahrscheinlich sonst den Rest Ihres Lebens damit verschwendet, aus ihm einen Ehemann zu machen. Und nun wollen Sie also Ihr Leben damit verschwenden? Nein. Ich habe noch viele Erwartungen an das Leben, aber diese nun ganz bestimmt nicht. Sascha, würdest du bitte draußen warten? Wieso? Gibt es da draußen was Interessantes für mich? Oh, vielleicht noch mehr von Julias Diplomen und Auszeichnungen. Davon kann ich doch hier genug sehen. Sie ist ja so eine wunderbare, wundervolle Anwältin und ich bin sicher, sie macht noch eine außergewöhnliche Karriere. Ja, das denke ich auch. Jetzt gib mir die Dokumente. Hals- und Beinbruch. Kinder, Inspektor Castillo hat mir erklärt, warum ihr beiden das Gefühl hattet, von hier weglaufen zu müssen. Ich sehe ein, die Strafe, die wir euch auferlegt haben, war grausam und ungerecht und furchtbar für euch. Ich gebe euch mein Wort, dass wir euch zwei von nun an nicht mehr trennen werden. Komm her. Na, geht's dir wieder besser, ja? Ja.
Was ist mit dir? Ich denke immer noch, dass wir alleine besser dran wären, als hier mit einem Haufen von Kindern zusammenzustecken, die niemand haben möchte und mit Menschen, die sie nicht mögen. Weißt du, Schwester Gabriele macht sich echt Sorgen um euch, wirklich. Glaub mir. Naja, manchmal ist sie eben aufgeregt oder erledigt oder sie will vielleicht gar nicht nett sein, so wie das bei Eden und mir zu Hause auch manchmal vorkommt. Mann, da haben es ja eure Kinder wirklich ganz schön schwer. Nein, sie sind sehr glücklich. Denn sie haben eine Mutter und einen Vater, die sie lieben. Sie haben ein wunderbares Zuhause. Aber du siehst, nicht alle zu Hause sind gleich. Eden musste ohne ihre Mama aufwachsen und ich leider ohne meinen Daddy. Das Wichtigste ist doch, dass ihr beide hier zusammen bei Menschen seid, die euch wirklich lieben. Das ist deren Job. Wenn das hier ein gutes Heim wäre, dann wären sie netter zu uns. Wieso gehen sie nicht? Sie haben ihre Pflichten erfüllt. Dürfen wir euch denn besuchen? Und warum? Wir mögen euch. Verstehst du? Ich hätte so gern, dass sie meine Mama sind. Lass es sein, Helly. Sie ist nicht deine Mama. Sie hat eigene Kinder. Du wirst sehen, sie vergisst uns bald wieder. Du musst jetzt schlafen gehen. Na schön. Ich sehe dich dann morgen bei Frühstück. Mach's gut, Helly. Mach's gut. Tja, ich denke, wir müssen uns jetzt verabschieden. Und du achtest gut auf deine Schwester, okay? Okay. Wir kommen wieder und besuchen euch. Das ist ein Versprechen. Thank you.